Alright, Leute, willkommen zurück zu... Schöne Grüße mal an die Mittagsaktiv. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, ihr seid fit und euer Aluhut ist bereit. Meiner nicht. Wir brauchen mal wieder dieses gute Ding hier. Wobei das weniger eine Verschwörungstheorie ist, sondern weitere Hinweise zu dem Live-Event. Ja, ganz genau, Leute. Das ist ein neuer Update, ist ja rausgekommen, sind ein paar neue Sachen reingekommen. Erstmal auf den ersten Blick wirkt das mega unscheinbar. Es ist nicht mehr so viel reingekommen, wie man es gewohnt ist. Die Items sind okay, wir haben keine 1000 neue Orte, was auch immer. Aber es gibt tatsächlich mehrere Hinweise darauf, dass jetzt sich das Live-Event aufbaut und dass etwas passiert. Ich erzähle euch natürlich alles. Gerne natürlich auch an dieser Stelle schon Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr zu den 50% der Leuten gehört, die dieses Video in voll bekommen haben, bei 800.000. Großer Fuß-Reveal. Der rechte Fuß wird endlich entblößt und ihr könnt ihn dann in seiner vollen Pracht mit lackierten Fingernägeln, Leute, dann sehen. Und zwar die ersten Hinweise, das habe ich ja schon im Update-Video ein bisschen angesprochen, gibt uns tatsächlich Bunker Jonesy, ne? Bunker Jonesy gibt ja so oder so schon ein bisschen Storyline, aber seit dem Update wurden seine Dialoge aktualisiert. Und zwar wurde sein Text jetzt geändert in "Gleich kommt's, behaupte nicht, ich hätte dich nicht gewarnt." Vor was? Er hat uns schon die ganze Zeit gewarnt, schon in Season 9 hat er uns gewarnt und gesagt, hey, da kommt was auf uns zu, ne, achtet darauf. Und auch schon in Season 5 jetzt hier hat er uns dann auch immer wieder erwähnt, was mit der Schleife auf sich hat. Und jetzt sagt er, gleich kommt's. Also etwas passiert, etwas baut sich auf und gleich passiert es und gleich dauert es auf. Und er hat uns davor gewarnt, wir müssen uns bereithalten. Das Ding ist nur halt, bei Fortnite gleich kommt's bedeutet, wir müssen noch 3 Wochen knapp warten, bis wir das nächste Update kriegen. Und dann natürlich die ersten Live-Event-Dateien. Aber Bunker Jonesy? Ist nicht der einzige. Es gibt noch ein paar weitere Charaktere. Und nochmal kurz zu Wilde Herzen, Leute, das große Finale. Und es war ein insaner Grind. Kuss geht raus an alle, die da mitgemacht haben und so krass mitgeschwitzt haben. Und zu den phänomenalen 3. Platz weltweit geführt haben. Vor Nick A30, vor Loserfruit, vor Muzzlek, ne, vor Patriota und was auch immer, sind wir einfach Top 3 weltweit. Weit geworden. In Deutschland Top 1 mit Abstand mit fast 2 Millionen Punkten, fast 1,5 Millionen Punkten Vorsprung, haben wir auch in Deutschland Platz 1 geschafft. Und da einfach nur dickes Dankeschön und auch Respekt an alle. Ich bin mega stolz auf euch, dass ihr das so krass durchgezogen habt, dass ihr so lange da mitgemacht habt. Ne? Die Top 10 gewinnen ja bei mir ein handsigniertes Buch, was jetzt bald in den Laden reinkommt, am 24.10. Hashtag Schleichwerbung, kurz nochmal ansprechen. Die gewinnen das handsigniert mit Autogramm und Poster, kriegen die dann zugeschickt, die Top 10, die hier in meinem Team sind. Aber natürlich auch Dankeschön an jeden einzelnen Leute. Egal ob Top 10, ob Top 20 oder Top 30 oder Top 40 oder 50, wer auch immer hier im Team drin ist und massiv Punkte geholt hat, einfach nur Respekt. Und Kurs geht raus, dass wir diesen krassen Platz geschafft haben als deutsches Team. Wir sind Platz 1 Deutschland, Platz 2 Europa, Platz 3 weltweit. You can rest now. Die kostenlosen Items, die für das Event verteilt werden, laut FAQ wird es bis zu 3 Wochen dauern, bis die Items verteilt werden. Also habt Geduld, das wird noch ein bisschen dauern. Manchmal dauert es sogar länger als einen Monat, bis die Items verteilt werden. Also sofort kriegt man die nicht. Aber wenn, dann haben wir erstmal eine coole Spitzhacke, früher als alle anderen, bevor die in den Shop reinkommt, und dann können wir die benutzen. Ach ja, und kurze Info, Leute. Heute kommen ja wieder neue Herausforderungen raus, ne? In Woche 12 heute ist, glaube ich, angesagt. Die auch Herausforderungen kommen auf meinem Zweitkanal, StanLolWatt, raus. Einfach danach suchen, folgen, wenn ihr da immer Hilfe braucht, ne? Ich will einfach meinen Hauptkanal jetzt nicht nur damit zumüllen, irgendwelche Challenge-Videos. Teilweise kommen 4 bis 5 Videos raus, müssen man von den Dingern rausbringen. Stream-Highlights und so weiter auf dem Zweitkanal. Und heute kommen dann auch noch die Herausforderungen für diese Woche und natürlich die nächsten Wochen auch noch. Es gibt noch weitere Charaktere, die etwas zu dem Zero Point sagen und uns etwas darauf warnen, dass etwas auf uns zukommt. Unter anderem auch Deadfire. Da ist der Zero Point, ne? Deadfire ist hier. Wenn wir den Kollegen fragen, sagt er jetzt seit neuestem, seit dem Update, geheimnisvolle Dinge sind in dieser Gegend passiert. In dieser Gegend rund um dem Zero Point, ne? Etwas, was er nicht erklären kann. Nun, ich auch nicht, weil bisher ist eigentlich tatsächlich gar nichts passiert, mal dahingestellt, ne? Die Updates sind trocken. Bis dies auf diese Dialoge ist leider bildlich nicht zu sehen. Es ist kein Würfel, der umherkursiert. Naja, gut, und die Portale. Ich würde sagen, die Portale sind schon die seltsamen Dinge, die passieren könnten. Ne, die Portale sind zwar passiert und es kommen ja noch 2 weitere Portale auf, ne? Ich habe ja euch schon gestern im Video dazu das Ganze angesprochen. Ein Portal kommt noch nach da und ein Portal kommt noch hier unten links. Dann haben wir insgesamt 7 Portale, die quer über die Map verteilt sind, ne? Die 7 Stück sind verteilt.
Aber das haben wir was mit den sieben zu tun hat. Habe ich jetzt schon öfters angesprochen. Für mich bisher die plausibelste Erklärung, dass sieben Portale die Aufmerksamkeit der Besucher wurde an sich gezogen durch Agent Jones. Der hat das nicht bedacht, nachdem er die alle rekrutiert. Deadfire ist nicht der Einzige, der etwas sagt und sagt, seltsame Dinge sind passiert. Zwar Mannkuchen auch nochmal. Ja, ich sag Mannkuchen zu dem Typen. Mancake. Und zwar, wenn wir mit diesem guten Boy einmal sprechen, dann sagt er uns auch etwas, was wir bisher noch nicht gehört haben. War das Ding immer schon so labil? Labil bedeutet, es ist verletzlich, sag ich mal, instabil oder sonst was. Ne? Im Englischen sagt er tatsächlich sogar, war dieses Ding schon immer so unstable, ne? In diesem Sinne unstabil. Und mit dem das Ding meint er natürlich den Zero Point. Der Zero Point wird unstabil, Leute. Tatsächlich hat er bis heute keinen einzigen Riss bekommen oder sowas. Ne? Es gab immer wieder das Gerücht, dass der Zero Point immer mehr und mehr Risse bekommt oder sonst was. Ist leider nicht so. Ist eben nicht so, ne? Das ist bisher gar nichts passiert, was optisch an dem angeht. Aber scheinend wird das Ding instabiler. Mehr und mehr Portale entstehen. Natürlich, der hat Risse, der ist beschädigt. Genau schon wie in Season 9 Nesabär beschädigt wurde bei dem Kampf mit Mech und Teamleader, ne? Wurde jetzt von Galactus beschädigt und kommt jetzt wieder ein schwarzes Loch, weil das Ding instabil wird. Und natürlich, deswegen in meinen Augen macht es auch mega Sinn, dass die Besucher auch mit eine Rolle spielen, weil die Besucher natürlich das Ding haben wollen und dann vielleicht wieder versuchen an sich zu reißen, genauso wie in Season Kapitel 1 das war. Und als sie das versucht haben, ist der Plan ja tatsächlich gescheitert. Und dazu müssen wir mal ein altes Video von mir anschauen vom 19.10.2019. Holy moly, Leute, das fühlt sich schon so wieder so lange an, ne? Das ist ein, zwei Tage nach dem schwarzen Loch gewesen, wo Kapitel 2 gestartet ist, ne? Übrigens, schaut euch mal das Thumbnail an, Leute. Kommt euch das Thumbnail bekannt vor am 19.10.2019? Bis 5 Seasons später, wie es dann jetzt aussieht? Ich weiß, Epic-Mitarbeiter, aber... laut, dass Epic das mitbekommt, dass ich hier alles verrate, ne? Naja, und in diesem Video habe ich auch ein bisschen die Story angesprochen und nachdem die Season, beziehungsweise Kapitel 2 gestartet ist, hat man unten so kleine Infotexte bekommen, die von irgendwelchen Dialogen mit unterschiedlichen Charakteren stammen. Unterschiedliche Welten, ne? Ausgebreitet. Und dort gab es, da gab es unterschiedliche Varianten, da bin ich so einige durchgegangen und zum Beispiel hier, wir erwarten Widerstand und ähnlich eingestreute Agenten oder eingebaute Agenten. Davon gab es einen ganzen Satz an Dialogen, die ungefähr so aussahen. Und davon gab es dann eine Menge Dialoge. Zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wo wir das gemacht haben, haben wir gedacht, das sind Dialoge zwischen den Besuchern, den sieben. Erst 5 Seasons später, tatsächlich, jetzt zu Season 5, macht dieser Text viel, viel, viel mehr Sinn, dass es nicht zwischen den sieben waren, sondern zwischen Agent Jones und der I.O. oder vielleicht sogar noch weit in einer anderen Organisation. Aber jetzt, wo wir dadurch wissen, dass es eine Organisation gibt, die den Zero Point beschützt oder kontrolliert und so weiter, macht das viel mehr Sinn, dass es für die I.O. ist, als es für die Besucher waren. Deswegen lass mich da noch mal kurz ansprechen. Ne? Eines der ersten Zeilen war, das Eindämpfungsfeld wurde stabilisiert, die Brücke ist intakt. Ein Dialog, den zum Beispiel so ein Agent Jonesy sagen würde, ne? Ähnlich wie in Season 2, wo er Angst hatte, dass der Sturm hier gebrochen wird und dass sie die Brücke verlieren. Dann sagt jemand, die sieben waren erfolgreich. Das ist die zweite Zeile. Unsere Manipulationen haben ein Desaster verhindert. Ich denke mal, das ist eine Anspielung darauf, dass die sieben den Zero Point an sich gerissen haben, beziehungsweise ihren Plan umgesetzt haben, zwar erfolgreich waren, aber was sie auch immer die I.O. probiert hat, und zwar eine neue Insel zu erschaffen, das hat nochmal ein komplettes Desaster verhindert. Also mal war das mehr so eine Patzi-Situation, die sieben waren zwar halbwegs erfolgreich, aber die I.O. hat trotzdem nochmal ein bisschen was eingedämmt und eine neue Insel erschaffen durch den Zero Point, was das ganze Desaster auflöst. Würde ich zumindest jetzt so einmal interpretieren. Na, dann der dritte Text, der Zero Punkt ist unser und der Plan kann hier fortgesetzt werden, der kann weitergehen. Das war so eine, die Zeile, wo man hätte gedacht eigentlich, dass es die Besucher sind, die das reden, aber wenn man diese Zeile so nimmt und an die ganzen Infos, die wir jetzt haben, ne, jetzt noch ein paar Seasons weiter, hört es nicht mehr nach den I.O. an, weil die immer noch den Zero Point ja besitzen, ne, und immer noch an sich gerissen haben. Vierte Zeile mit dem Loop Shift ist erstmal egal, das ist erstmal, was die irgendwas kalkuliert haben. Fünfte Zeile, überraschend ist die massive Masse, die rund um die Brücke sich aufgelöst hat, ne, beziehungsweise Materie, die um die Brücke sich aufgelöst hat. Also die Brücke, die die I.O. benutzt, um auch, ne, was wir im Season 5 Trailer gesehen haben, die waren halt überrascht, dass die Materie dort so massiv war. Ne? Weitere Analysen und Fakten sind erforderlich. Unser bestes Team wurde verteilt und eingefügt in Zeile 7. Wir erwarten Widerstand und ähnlich eingestreute Agenten. Also die I.O. hat ihre Agenten auf die Insel geschickt, aber erwarten Widerstand, das natürlich auch
andere ähnlich eingestellte Agenten von anderen Organisationen, anderen Sieben, was auch immer, eingestellt sind. Wir haben versucht, so ruhig wie möglich zu sein, aber der Blick der anderen haben sich nun zu Zero gewendet. Sie haben versucht, so ruhig wie möglich zu sein. Die I.O. war im Kapitel 1 komplett im Untergrund. Und jetzt in Season 2 müssen die immer mehr und mehr herauskommen, weil immer mehr und mehr Leute auf den Zero Point und auf Zero blicken. Eine neue Welt erwartet uns. Und die neue Welt war halt Kapitel 2. Das ist das, was sie halt manipuliert haben. Ne? Das, wenn man das so dazu nimmt, die Dialoge, passt das halt mehr zu der I.O. Und dadurch macht es für mich halt mega, mega Sinn, dass die Besucher halt jetzt auch in Season 6 vielleicht jetzt eine Rolle spielen werden. Ich würde es mir mega wünschen, weil die seit Kapitel 2 haben die jetzt bisher keine krasse Rolle bekommen und das wäre auf jeden Fall mega nice. Kurz noch für euch zur Info, weil einige Leute mega, mega ausrasten. In der Lobby stand eine lange Zeit unten rechts ganze Zeit Alarm. Unten rechts gab es so ein kleines Dreieck mit Alarm. Ich weiß nicht, ob es dazu TikTok-Clips gab, wo einige behauptet haben, es ist jetzt das Alarm für ein Live-Event, dass der Countdown gestartet ist oder was auch immer. Das war einfach nur eine Meldung, weil die unten rechts, immer wo das Kampflabor ist, eigentlich ja die Infos reinpacken, neues Update kommt raus oder irgendwas wurde gevaultet oder deaktiviert, ne, wird ja immer so ein Infotext mit einem gelben Dreieck eingeblendet. Das Alarm war einfach nur dafür, dass sie das zwar aktiviert haben, aber dahinter keinen Infotext reingepackt haben. Sprich, die haben eine Warnung aktiviert, aber hinter der Warnung stand kein Text und deswegen war da einfach nur der Platz für Alarm hinter. Nur einfach mal, ne, dass da nichts krasse, keine krasse Bedeutung hat oder irgendwas mit Alarm oder zerstört wird oder was auch immer. Aber wo Alarm stehen könnte tatsächlich ist, ob ein Creator-Code drinne steht. Meiner wäre Hey Sunny, Leute. Ganz einfach, mit nie hinten dran. Würde mich freuen, wenn ihr das unterstützen könntet bis zur nächsten Season. Jetzt noch zweimal rausfliegen, aber dann können wir richtig, richtig reinhauen. Was sagt ihr dazu, Leute? Ne, die Risse tauchen auf, der Zero Point wird immer instabiler. Schreibt mal gerne runter in die Kommentare, würde mich freuen.